Das ist mein neues Utensil beim Kajakfahren. Ein Poncho fürs Kajakfahren inklusive Spraydeck. Und der ist nur so groß. Ja, wen das interessiert, der bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Ja, hallo, hier ist der Mammen Freizeitkanal. Ich bin Ralf und heute stelle ich euch vor ein Poncho inklusive Spraydeck fürs Kajak. Und den habe ich mir vor ein paar Wochen gekauft und dachte mir, ja, vielleicht interessiert es jemand, vielleicht ist es auch was Interessantes, weil die Marke hier nicht so bekannt ist. Kommt aus England, kann man teilweise auch in deutschen Shops kaufen. Und ich habe mir so ein Ding gekauft, also ich kriege kein Sponsorengeld dafür, ich kriege kein irgendwas Geld dafür, von meinem hart verdienten Geld bezahlt. Und ja, das werde ich demnächst nutzen, wenn die Temperaturen etwas kühler werden oder unterwegs spontan mal wieder ein Schauer aufzieht, wie heute auch wieder. Das nennt sich hier Ripstop Cake. Das ist, wie gesagt, so ein Poncho. Und ich packe den jetzt mal eben aus. Ich ziehe den gleich auch auf dem Boot an, damit man das mal sieht. Und so ähnlich sieht das Teil aus. Also ähnlich, so gleich. Und ja, ist von der Marke Reed aus England. Hat hier zur Sicherheit auch noch einige Reflexionssachen hier an den Ärmeln, an der Kapuze. Die Kapuze selber ist noch mit zwei Straps versehen, hier mit Klickverschluss, dass man die auch wirklich fest zumachen kann. Hier oben in der Kapuze ist noch eine Art steifer Bügel drin, der die hier dann hier hochhält. Keine Sorge, ich ziehe das gleich an. Und lange Arme hier mit Abschluss. Hier auch mit eng anliegenden Abschluss, da dringt auch kein Wasser rein. Unten zum Zumachen eine Notschlaufe, ähnlich wie bei der Spritzsäcke, ist ja auch noch dran. Und ein Clip hier zum Verstellen für die Cockpitgröße. Und auch, das ist also nicht 100% wasserdicht. Zeige ich gleich auch warum. Wenn man das anhat, hat man hier noch einen Durchgriff. Das heißt, man kann von beiden Seiten hier reinfassen und oh, das knistert aber ganz gut hier. Moment. Das nervt mich ein bisschen, aber okay. Und da unten kommt man dann wieder raus. Das heißt, wenn man das diesen Wasserponcho, sage ich mal, zu diesem Crack, Ripstop Crack, Crack anzieht, dann kann man immer noch innenliegend irgendwelche Sachen erreichen von beiden Seiten. Das heißt, mit dem Ding würde ich natürlich jetzt nicht eine Rolle machen, aber darunter hat man sowieso dann die Spritzdecke, die originale Spritzdecke, darüber wird das ja rübergezogen. Man kann es natürlich nur so rüberziehen, logisch. Und da kommt eh kein Wasser rein. Bloß wenn man dann aus der Paddelweste irgendwas haben will, kann man natürlich mit der Hand hier reingreifen und was rausholen. Oder an Land, meinetwegen, wenn die Temperaturen kühler sind, kann man auch hier die Hände reinstecken, um die Hände warm zu halten. Das ist natürlich klar. Ja, so sieht das Teil aus, wenn es auf dem Deck drauf ist. Und hier vorne, es ist, wie gesagt, über die Spritzdecke gezogen. Das passt auch so ganz gut rüber. Und an der Seite entsprechend noch ist auch noch ein Versteller dran, womit ich das Ganze auch noch strammer ziehen kann, wenn die Luke etwas kleiner ist.
Meine Luke ist vom Außenmaß 94 cm und ich sag mal, das ist grenzwertig. Es passt noch, aber wenn die noch weiter, noch größer ist, sag ich mal 100 cm oder so, dann hat man mit dem Ding wirklich Probleme, dann passt das nicht mehr rüber. Ja, jetzt habe ich den mal an Land angelassen, Spritzsäcke habe ich auch noch drunter und den kann ich natürlich optimal hier auch noch rüberziehen und so könnte ich auch irgendwo an Land sitzen und bin perfekt noch vor Regen geschützt, vor Wind geschützt. Gehe gleich mal ein paar Meter zurück, damit man auch das von der Größe sieht. Ich bin 1,90 und der geht ziemlich weit runter. Aber auch von der Größe her, da steht drin, one size fits all. Das heißt Einheitsgröße und wie man sieht, keine Probleme. Die Arme sind lang genug, dass selber das Teil ist von der Sache her großvolumig geschnitten. Man kann die ganze Paddelweste kann man unterbehalten. Ja, das war die Vorstellung von dem Ripstop Keg hier von Reed Chill Cheater. Einem Hersteller von Kajak Equipment und Zubehör aus England. Und ja, bis zum nächsten Video. Es grüßt euch Ralf, Mammen Freizeitkanal. Bis demnächst. Tschüss.